Seit Jahrtausenden wachsen in den Alpen Pflanzen, die oft unscheinbar und doch sehr widerstandsfähig sind. Sie müssen Wind und Wetter trotzen und viele haben Heilkräfte entwickelt. Die Schulmedizin hat das Wissen um ihre Wirkung lange Zeit verdrängt. Doch längst hat ein Umdenken begonnen. Kräuterkundler, Wissenschaftler, Kreativköche und Heiltherapeuten suchen nach neuen Anwendungen. Sie setzen sich dafür ein, dass das Wissen um Alpenkräuter nicht verloren geht. Hubsi Ilsanker ist Wurzengraber in den Berchtesgadener Bergen. Er arbeitet für die älteste Enzianbrennerei Deutschlands. Seit Anfang des 17. Jahrhunderts besitzt sie das alleinige Recht, nach den geschützten Enzianwurzeln zu graben. Der Beruf des Wurzengrabers hat sich seither kaum verändert. Das ist halt jetzt praktisch, gell? Mit dem Auto. Aber das ist eigentlich das Einzige, was neuzeitlich ist, sage ich jetzt einmal. Alles andere ist Handarbeit wie vor Hunderten von Jahren. Und das hat was. Um an die Enzianwurzeln zu kommen, geht es in hochalpines Gelände. Ab 1600 Höhenmetern muss auch Hubsi sein Auto stehen lassen. Noch 1 bis 2 Stunden Aufstieg bis zu seinem Arbeitsplatz. Das ist der weiße Germer. Und der, wenn nicht blüht, dann wird er oft mal mit dem Enzian verwechselt. Ist aber absolute Giftpflanze. Also sollte man nicht essen, nicht ausgraben. Kann tödlich ausgehen. Da schläft er dann die Leber ein, die Nieren, gell? Und dann schläft er selber ein. Und dann hat sich das erledigt. Im Nationalpark Berchtesgaden ist die Natur geschützt. Nur die Enziangraber dürfen hier an die Pflanzen. Genehmigt durch ein striktes, 400 Jahre altes Graberecht. Der Letzte, der wo den Enzian ausrotten möchte, ist der Wurzelgraber. Weil wenn er das macht, dann gräbt er seine eigenen Wurzeln aus. Im wahrsten Sinne. Nur alle 7 Jahre gräbt Hubsi an derselben Stelle, damit die Pflanzen Zeit haben, sich wieder tief im Boden zu verankern. Für diese harte Arbeit, da brauchst du natürlich Männer, gell? Keine Buben. Jetzt geht's runter. Es bleiben kleine Wurzelteile in der Erde zurück. Schmeißt man rein, tritt's fest, quasi drauf. Für die nächste Generation und das ist für den Wurzengraber. Maßvoll, aber regelmäßig. So schreibt die historische Urkunde das Graben vor. Hubsi weiß genau, wo er die Hacke ansetzen muss. Der gelbe Enzian, zu dem auch der punktierte Enzian gehört, ist das größte Alpenkraut. Normalerweise machen sich Gebirgspflanzen klein, um Wind und Wetter wenig Angriffsfläche zu bieten. Aber der gelbe Enzian widersteht dem Unwetter und er ist dermaßen bitter, dass die Tiere ihn verschmähen. Die starken Bitterstoffe machen ihn zu einem wichtigen Heilmittel in der Volksmedizin. Vor allem bei Magen-, Leber- und Verdauungsbeschwerden. Auch zur generellen Stärkung wird der Enzian verwendet. Mit der harten Arbeit, da hat man es heute nicht mehr so. Man macht alles mit Maschinen und am Abend geht man dann in ein Fitnessstudio und das fällt bei mir weg. Ich arbeite gleich gescheit und komme auf Nacht aufs Kanapé hinhauen.
Den Knochenjob übt Hupsi jedes Jahr von Juni bis Oktober aus. Im frischen Quellwasser an der Brennhütte wäscht er die Erde von den Enzianwurzeln ab. Die Kraft der Alten schlummert in der Pflanze. Davon ist er überzeugt. Der Mensch meint immer, woanders ist besser oder woanders kommt was Besseres her. Das daheim ist nichts. Aber wenn du jetzt das anschaust, könnte genauso gut Ginseng sein. Leute fragen oft, was das ist. Dann sage ich Alpenginseng. Dann sagen sie, nee, das gibt's doch nicht. Sag ich, das gibt's. Und ist genauso gesund. Die Wurzeln werden bis zu einem Meter lang. Zur weiteren Verarbeitung für den Schnaps ist jetzt das Zerkleinern dran. Beim Hacken werden die Bitterstoffe des Enzian freigesetzt. Sie können sogar durch die Haut in den Körper einziehen. Dem Schnaps geben sie seinen Geschmack. Zu den gehackten Wurzeln kommen nur noch Hefe und Gebirgsquellwasser hinzu. Dieses Gemisch, die sogenannte Maische, beginnt zu gären und bildet Alkohol. Jetzt muss Hupsi rühren und immer wieder rühren. Mindestens 6 Wochen lang. Das Gärverhalten ist jedes Mal anders. Wenn du meinst, du weißt genau, wie es geht, das weißt du nie. Das ist alles Temperatur, Luft, Feuchtigkeit, Mond. Kommt alles dazu. Es ist ein reines Naturprodukt. Im Nebenraum beginnt die Destillation. Aus der Maische wird schließlich Enzian-Schnaps, eine urbayerische Spezialität. Wenn ich nicht mehr bin, dann kommt ein anderer. Oder eine andere, weiß man's. Irgendwer macht's schon wieder. Also es hat jetzt die letzten 400 Jahre immer wer gemacht. Und ich denke nicht, dass ich der Letzte bin. Sie haben es alle so gut gemacht, dass es heute noch gibt. Und das ist eigentlich eine super Sache. Vor 30 Jahren hat Hupsi als Wurzengraber angefangen. Er will weitermachen, solange er kann. Nach der Anstrengung des Tages genießt er den Abend mit seinen Freunden von der Alm. Seit Jahrtausenden wissen die Menschen in den Alpen, die Heilkräfte der Kräuter zu nutzen. An den unzugänglichen Orten blieb ihnen oft gar nichts anderes übrig, als auf die Natur zu vertrauen. In Heiligenblut im österreichischen Hohetauerngebirge sind Frauen und Kinder zusammengekommen, um alles, was der Garten und die Almwiese hergeben, zu Kräutersträußen zu binden. Es ist Blütezeit, Mitte August. Gibst du mir noch ein Johanniskraut her, bitte, von der Vorbereitungen für die Kräuterweihe. Ein Brauch aus vorchristlicher Zeit. Es kommt ursprünglich daher, dass die Leute mit der Natur und von der Natur gelebt haben. Grundsätzlich sind alle Kräuter für einen Tee geeignet. Man macht daraus Essenzen, Tinkturen, man kann Salben draus machen. Und hat auch eine Art Schutzfunktion. Früher vor Unwettern. Mein Gott, Blitzableiter hat es gar nicht gegeben. Man hat sich halt dann vorgestellt, dass das hilft. Ist ja ein schöner Gedanke. 7 Kräuter mindestens sollten in einem Strauß gebunden sein. Ansonsten sind die Regeln je nach Ort recht verschieden. In vielen katholischen Gemeinden im Alpenraum wird die Kräuterweihe gefeiert. In Heiligenblut war der Brauch lange vergessen. Die Trachtenfrauen haben ihn wiederbelebt. Der nächste Tag. Maria Himmelfahrt. Die Frauen ziehen mit den Sträußen in die Kirche, um die Kräuter weihen zu lassen. Jahrhundertelang versuchte die katholische Kirche, die Kräuterverehrung als heidnischen Brauch zu unterdrücken. Am Ende blieb ihr nur, ihn zu vereinnahmen. Sie legte ihn mit dem Marienfest am 15. August zusammen.
Denn der Legende nach soll dem Grab Marias ein wohltuender Kräuterduft entstiegen sein. Schenkst du uns Gesundheit und Freude. Segne diese Kräuter und Blumen. Die geweihten Kräutersträuße nehmen die Menschen mit nach Hause. Zum Schutz für Haus und Familie. Um das Edelweiß ranken sich viele Mythen. Eine Alpenblume, die selbst unter schwierigsten Bedingungen in großen Höhen wächst, mache unverwundbar, ja sogar unsterblich, so glaubte man lange. Seit ihrer Kindheit ist Astrid Turner vom Edelweiß fasziniert. Die Drogistin und Wanderführerin liebt die hochalpinen Hänge. Sie ist auf Erkundungstour im Park Ela, dem größten Naturpark der Schweiz, im Kanton Graubünden. Hier spricht man drei Sprachen: Deutsch, Italienisch und Rätoromanisch. Wow, la Steilalva, das Edelweiß, Steilalva oder Alf Etern. Alf Etern heißt ewiges Weiß. La Steilalva, der weiße Stern auf Romanisch. So herrlich, das ist Glück. Selten, schwer erreichbar und gerade deshalb als Trophäe sehr beliebt. Aber das wildwachsende Edelweiß steht in den Alpen unter strengem Naturschutz. Viele Leute, die haben ja gar nie das Edelweiß gesehen und die sind so überwältigt, weil das ist ja so mystisch. Ein Edelweiß, das kann ja nur der Geliebte holen, unter Todesgefahr. Und ich sage immer, ihr könnt drauf sitzen, ihr könnt sie fotografieren, die verwelken nie dann, ihr habt sie immer, aber lasst sie bitte stehen. Astrid Turner ist als Bauerntochter aufgewachsen. Die Almwiesen der Alp d'Air erinnern sie an die Erzählungen ihrer Mutter, die hier ihre Sommer zur Heuernte verbracht hat. Das sind alles die berühmten Edelweisshänge. Und wenn die Kälber Durchfall hatten, haben sie sogar Kälber aufgetrieben. Und die Kälber haben die Edelweiss gefressen, die viel Gerbsäure enthalten. Und das hat Darmwand gerbt und sie sind so schneller geheilt worden. Auch Wehblümerl wird es deshalb im Volksmund genannt. Aus den nostalgischen Kindheitserinnerungen ist für die Drogistin ernsthaftes Interesse geworden. Seit Jahren beschäftigt sie sich mit der Heilwirkung der weißen Alpenblume. Und je höher das sie ist, also Meter über Meer, desto mehr Wirkstoffe hat sie. Also man hat Unterschiede festgestellt bei dem Edelweiß, das auf 1600 wächst oder das auf 2000, hat es gewaltige Unterschiede. In der Gemeinde Savonin ist Astrid Turner zu Hause. Wie in der Schweiz üblich, hisst sie am Morgen die Fahne der Region, des Kantons Graubünden. Im Sommer kommt sie jeden Tag zu ihrer Berghütte, denn vor ein paar Jahren hat sie hier eine außergewöhnliche Plantage angelegt. Ein Feld voller Edelweiß, aus Wildsamen gezüchtet. Eine Pionierleistung. Die Pflanzen verarbeitet sie zu Tees, Schnaps und vor allem zu einer selbstentwickelten Kosmetiklinie. Edelweiß ist eine Alpenpflanze, die auf den steilen Bergflanken, wo die Sonne den ganzen Tag herbrennt und vielleicht in den Inneralpen wenig Regen fällt und sie geht nicht ein. Also sie hat eine Überlebensstrategie. Sie hat, wenn man unter dem Mikroskop schaut, ganz, ganz viel Härchen. Wie ein Wollenknäuel ist das. Und das schützt so vor dem Verdunsten. Und so schützt sie auch uns mit dieser Überlebensstrategie und die Vitamine, die Wirkstoff, auch dass wir verdunsten, dass unsere Haut prall und schön bleibt. Also wir altern viel langsamer. Je höher der Wuchsort, umso dichter und weißer ist die Behaarung des Blütensterns. Allerdings sind die weißen Strahlen nur Hochblätter. Die Blüte bilden die kleinen Körbchen im Inneren. Gelb sind die weiblichen und gräulich die männlichen Blüten. Die Mischform gilt vielen als die schönste Art. Handverlesen und nach Qualität sortiert, bringt Astrid Turner die Edelweiße ins Labor.
Die besten von ihnen legt sie mitsamt Stängel in Glycerin ein. Nach einigen Wochen werden die Wirkstoffe abfiltriert. Den Edelweißextrakt verarbeitet die Laborantin in einer Emulsion zu Creme. Reine Naturkosmetik. Natürlich habe ich das mir selber ausprobiert und dann meine Mutter, die ist über 80 und im Bekanntenkreis. Und natürlich hatten wir auch Rückschläge, dann fiel die Creme auseinander oder einmal war sie gräulich oder wir mussten einige Male ausprobieren, bis wir dieses Resultat haben. Die Gerbstoffe und die Vitamine A und E vom Edelweiß wirken antioxidativ und können die Haut stärken und kleine Schäden reparieren. Ob für Gesichts-, Fuß- oder Handcreme, der kleine Betrieb aus Savonin hat inzwischen seine Stammkundschaft gefunden. Über Mundpropaganda. Die ganze Familie hilft mit, wenn es Zeit für die Ernte ist. Hochsommer, es muss schnell gehen, denn nur bestimmte Tage eignen sich. Wir müssen schauen, dass die Edelweiß voll in der Blüte sind, aber noch nicht verblüht. Und dann müssen die Tage davor trocken sein, damit wir nicht Wasser reinnehmen für die Trocknung. Dann werden sie kaum trocken. Aber das Wichtigste ist die Vollreife. Schwiegertochter Fabienne hat mit der Heirat auch die Liebe zum Edelweiß gefunden. Sie wählt die schönsten Edelweißköpfe zum Pressen aus. Getrocknet ist die Schweizer Symbolpflanze ein beliebtes Souvenir. Bei uns gehört das Edelweiß zur Familie. Wir haben schon zum Beispiel unsere Tischdekoration bei unserer Hochzeit war voller Edelweiß. Und diese Pflanze fasziniert so viele Leute. Und für uns ist es extrem schön, dass wir diese Pflanze in die Häuser der Leute bringen können. Und dass es nicht nur mehr ein Mythos ist, den sie in den Bergen finden, wenn überhaupt. Und das ist schon schön. Und ja, dass wir jetzt Anfragen aus aller Welt eigentlich bekommen haben und sogar aus Brasilien. Und das macht einem schon stolz, ja. Getrocknet behält das Edelweiß jahrhundertelang Form und Farbe. Ein zäher Überlebenskünstler. Ursprünglich stammt die Königin der Alpenblumen aus Zentralasien. Vor etwa 10.000 Jahren ist sie nach Europa eingewandert und wächst in Höhenlagen zwischen 1.500 und 3.000 Metern. Astrid Turner kauft für ihre Cremes noch Blüten vom Biobauern Motti hinzu. Sein Feld liegt oberhalb von St. Moritz in 2200 Metern Höhe. Aber dieses Jahr ist die Ernte mager. Sie sind einfach nicht richtig gewachsen, das Jahr. Ich weiß nicht, welcher Grund. Oh ja, ich sehe dort einige Löcher. Es ist schade, aber wir wissen selber nicht, wieso und warum, oder? Es ist Natur so. Es ist Natur, ja. Kann man nicht machen. Noch ist die Edelweißzucht mit vielen Unwägbarkeiten verbunden. Die Pflanze mit dem Überlebenstrick wird erst seit Anfang des 21. Jahrhunderts wissenschaftlich erforscht. Am Institut für Chemie und Biomedizin der Universität Innsbruck arbeitet das Team von Professor Hermann Stubner daran, Wirkstoffe von Heilpflanzen zu ergründen. Seit einigen Jahren interessieren sie sich auch für die Heilkräfte des Edelweiß. Das überlieferte Volkswissen dient ihnen dabei als Grundlage für ihre Arbeit. Zu Beginn unserer Forschungen hat es ja kaum Daten gegeben. Edelweiß ist nach wie vor eine geschützte Pflanze. Forschungsmäßig hat man sich mit dieser Pflanze beschäftigen können, wo die Pflanze auch im großen Ausmaß kultivierbar war. Und ich denke mal nach wie vor, dass das Potenzial von Edelweiß nicht ausgereizt ist, sondern dass da einiges noch zu erwarten ist. Die Hinweise auf eine entzündungshemmende Wirkung des Edelweiß sind inzwischen belegt. Auch deshalb interessieren sich weltweit immer mehr Firmen für neue Stoffe aus der Pflanze. Weil Edelweiß natürlich der Inbegriff des Weißen darstellt, und speziell in der asiatischen Kultur
ja eine weiße Haut sehr gefragt ist. Deswegen gibt es viele Konzerne, die da interessiert sind, Edelweißprodukte auf den Markt zu bringen. Neben der Blüte haben sich die Forscher erstmals auch mit der Wurzel des Edelweiß beschäftigt und dabei einen Stoff gewonnen, der die Therapie von Gefäßerkrankungen revolutionieren könnte. Leoligin, nach dem lateinischen Namen des Edelweiß, Leontopodium. Für uns war es ein Sensationsfund und es ist zu erwarten, dass in Zukunft gerade aus Pflanzen ganz interessante neue Wirkstoffe auch isoliert werden können, die vielleicht zukünftige Arzneimittel darstellen. Eine begründete Hoffnung. Schließlich sind erst 10-15% der Pflanzen weltweit erforscht. In den Ötztaler Alpen in Österreich steht, nur zu Fuß erreichbar, das Hohenzollernhaus. Christine Waldner ist mit ihrem Mann den ersten Sommer hier, um die ehemalige Schutzhütte zu bewirtschaften. Sie lässt sich von der Heilpraktikerin Astrid Süßmuth in die Naturapotheke einweihen. Das heißt, in die Medizin, die hier rundherum wächst. Astrid ist leidenschaftliche Bergsteigerin und verbindet ihr Hobby mit dem Beruf. In Büchern und Vorträgen gibt sie ihr Kräuterwissen weiter. Ein einfaches Erste-Hilfemittel, der Alpendost. Ja, da haben wir nicht. Das ist eine ganz geschickte Sache, der Alpendost. Wenn du einen verstauchten Knöchel hast oder verschnackelt oder sowas, man knüllert den dann, also so richtig, dass da der Saft rausgeht. Wenn du es einmal probierst, schau mal, knüller mal mit. Und dann siehst du gleich, dass da so eine Feuchtigkeit, so ein Wasser rauskommt. Und dann tut man das praktisch um einen verstauchten Fuß rum, dass es schön fest roh ist, eine Bandage rundherum. Wirkt sehr, sehr abschwellend auf Verstauchungen und Prellungen, die angeschwollen sind, so stumpfe Verletzungen einfach. Und noch dazu zum Abschwellen ist es auch total kühlend. Merkst du es? Ganz kühl, ganz angenehm ist das. Ja, gell, das ist angenehm. Aber nicht nur Heilkraft, auch Gefahren lauern in der Natur. Auch darüber will Astrid aufklären. Eine Pflanze, die mit ihrer kräftig blauen Farbe alle Blicke auf sich zieht, ist die giftigste Europas. Der blaue Eisenhut. Nur 0,1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht gilt als tödliche Dosis. Überall da, wo leicht ein Steinschlag passieren kann, wo Menschen sich nicht aufhalten sollten, wächst der blaue Eisenhut. An steilen und feuchten Stellen. Doch er wurde auch immer nah an die Häuser gepflanzt, denn ein Volksglaube besagt, dass er Einbrecher und böse Geister abhalte. Das ist so ein schönes, großes Eisenhutfeld direkt unter der Hütte, gell? Ja. Was macht sie eigentlich mit den ganzen Kindern? Ihr habt ja wahnsinnig viele Kinder am Hohenzollernhaus. Sagt sie, dass die Kinder eigentlich, wie giftig der Eisenhut tatsächlich ist, oder? Also den Kindern, also die Touristen, die machen wir wirklich darauf aufmerksam, wie giftig die Pflanze ist, da schauen wir schon drauf. Ja, das wissen also echt auch viele Kinder überhaupt nicht. Die meinen, das ist eine schöne Pflanze. Genau dabei ist ja das Gift tatsächlich hautgängig. Ja. Wenn man einen Blumenstrauß macht, dann hat man das richtig an der Hand und die wird dann taub. Also das ist das Mindeste. Der blaue Eisenhut, auch Akronitum oder Teufelskerze genannt, war das Arsen der Antike und des Mittelalters. Viele Giftmorde in der Geschichte gehen auf sein Konto. Und in den Alpen töteten die Menschen streunende Wölfe mit ihm. Nur die Hummel kommt ungeschoren davon. Sie sorgt für die Bestäubung. Der Name blauer Eisenhut leitet sich vom Aussehen ab. Die Blüte erinnert an die Helme der Landsknechte vergangener Jahrhunderte. Die Vergiftungserscheinungen vom blauen Eisenhut, das ist zunächst eine Taubheit in allen Gliedmaßen, die mit einer sehr großen Kälte einhergeht. Und vor allem bemerkt man dann, also die Vergifteten bemerken dann so eine Art pelzartigen Überzug auf der Haut. Sehr unangenehm, deshalb hat man auch früher gesagt, das ist eine Pflanze, um sich in einen Werwolf zu verwandeln, ja? Weil der Mensch auf einmal einen Pelzüberzug zu bekommen scheint. Man kann sich immer langsamer bewegen, die Muskeln erstarren, der Herzschlag wird langsamer, langsamer, langsamer. Das Ganze dauert bis zu 2 Tage. Und das Schlimme ist, die Vergifteten sind bis zum letzten schweren Atemzug klar bei Bewusstsein und wissen, was los ist. Also ein höllischer Tod.
Und deshalb wahrscheinlich hat man auch gesagt, dass es eben aus dem Geifer des Höllenhuhns entstanden ist. Ja. Die Homöopathie jedoch weiß den Eisenhut zu nutzen, in extrem verdünnter Form. Für Astrid Süßmuth ist er als Globuli-Kügelchen eine der wichtigsten Arzneien in ihrer Outdoor-Apotheke. Das Aconitum, der Eisenhut, ist halt das große Mittel bei Angstattacken, bei Panikattacken in den Bergen, welcher Art auch immer, also für die Bergretter zum einen, wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert ist, aber auch für die Verunfallten, wenn sie einfach wahnsinnige Ängste haben. Richtig angewendet, kann so die Gift zur Heilpflanze werden. Das wussten früher schon die Mönche, die Eisenhut stark verdünnt gegen Krankheiten einsetzten, die in feuchten Klostergemäuern auftraten. Fiebrige Infekte, Nervenschmerzen und Rheuma. Seit dem Mittelalter sorgten sie dafür, dass die Kenntnisse über die Heilwirkung von Pflanzen angewendet und weitergegeben wurden. Das Benediktinerstift Admont in der Steiermark beherbergt die größte Klosterbibliothek der Welt. Ein enormer Wissensschatz von theologischen, naturwissenschaftlichen, medizinischen und auch geheimen Schriften. Über Jahrhunderte zusammengetragen. Doch der Klosterschatz ist bedroht. Schädlinge dringen in die Bibliothek ein. In einer aufwendigen Aktion reinigen Restauratoren über Monate Buch für Buch, um das Wissen für weitere Generationen zu erhalten. Darum geht es auch auf der Seiseralm, der größten Hochalm Europas, inmitten der Dolomiten in Südtirol. Im Sommer verwandelt sie sich in ein buntes Blütenmeer aus unzähligen Kräutern. Am frühen Morgen streift Franz Mulser durch die Wiesen, um sich außergewöhnliche Bio-Zutaten für seine Kochkünste zusammenzusuchen. Wiesenknöterich, Frauenmantel, wilder Thymian, Wiesenkümmel und Distel landen in seinem Korb. Der frische Geschmack regt ihn zu immer neuen Rezepten an. Und das verarbeiten wir dann alles zu unserem Blumensalat. Die Seiser Alm ist meine offene Speisekammer, die ich hier jeden Tag vor der Tür habe und wo ich mich nach Herzenslust bedienen kann. Franz Mulser ist Almkoch. Er will seinen Gästen die Kräuter der Hochalm wieder nahebringen. Auf 2000 Metern Höhe findet er Aromen, die es in keinem Supermarkt gibt. Sein Blick fällt auf eine kleine Blüte, die äußerst empfindlich und leicht zu übersehen ist. Wie ein Auge mit großen Wimpern, so scheint die Pflanze in die Welt zu schauen. Der Augentrost oder auch Euphrasia. Er braucht vor allem saubere Luft, Wasser und viel Sonnenlicht. Genau das, was gesunde Augen brauchen. Meine Mutter setzt einen Sud damit an und wenn sie eine Augenreizung hat, dann wäscht sie sich die Augen mit dem Augentrost aus und das wirkt dann beruhigend. Augentrost wird hauptsächlich in der Medizin verwendet, aber man kann ihn auch genießen. Franz ist hier geboren und in der Südtiroler Kultur und Landschaft tief verwurzelt. Er hat als Koch in Sterne-Restaurants gearbeitet, unter anderem im Münchner Tantris. Aber als er hörte, dass auf der Seiseralm eine Hütte frei wurde, zögerte er keine Sekunde und übernahm die Gustner Schweige. Ich habe es nie bereut, noch, dass ich von der Großstadt wieder hergegangen bin. Es ist einfach meine Heimat. Der Augentrost ziert den Joghurtstrudel mit Beerenkompott. Und die 15 Kräuterknödel werden mit Almblumen bestreut. Meine Idee ist es, den Geschmack der Alm auf die Teller zu bringen. Oh,
Heusuppe, ein altes Südtiroler Gericht. Im Brotmantel serviert Franz Mulser seine ganz eigene Version. Ein Geheimrezept, für das so mancher Wanderer immer wieder zu ihm auf die Hütte kommt. Das Heu spielt auf der Seiser Alm schon immer eine Rolle. Nur ein Schnitt pro Jahr ist erlaubt, gegen die Verbuschung und zum Gebrauch für das Heubad. Eine jahrhundertealte Tradition aus der Erfahrung der Heuschnitter geboren. Die schliefen nach getaner Arbeit oft im Heu und wunderten sich, wie energiegeladen sie nach dem Aufwachen waren. Daraus entwickelte der Arzt Dr. Josef Klara das Heubadeln als Regenerationskur. Vor allem gegen Gelenkschmerzen. Toni kennt die Arbeit als Mäher seit seinem 15. Lebensjahr. Ja, lustig und gut. Und wenn man jung war, und das war schon schön. Jeder ging gerne auf der Seiser Alm zum Mähen. Das war prima. Überhaupt, wenn das frische Heu, das ist noch schön warm geworden. Ganz fein. Wenn man noch ein schönes Mädchen gehabt hat, dann war es noch feiner. Ne? Die Qualität des Dolomitenheus wird regelmäßig kontrolliert. Auf 50 Quadratmeter Almwiese müssen mindestens 40 verschiedene Pflanzenarten vorkommen. Das bekannteste Heilkraut darunter ist die Arnika. Zerzaust, unordentlich, aber zäh. Sie wächst in großen Höhen. Die Arnika, im Volksmund Kraftrose oder Bergwohlverleih genannt. Bei Prellungen, Zerrungen und Erschöpfungszuständen kommt Arnika zum Einsatz. Weder Dünger noch Herbizide dürfen hier auf die Wiese. Die Artenvielfalt soll erhalten bleiben. Die Maat vom Berg wird eingefahren und nach Völs am Schlern gebracht, wo aus der ehemaligen Heubadstation von 1903 das Hotel Heubad entstanden ist. In der Scheune lagert der Rohstoff für die Anwendungen der Badegäste. David Kompatscher führt den Familienbetrieb in vierter Generation. Dieser Heuduft ist typisch für unser Haus, weil wenn die Gäste ankommen, dann riechen sie das schon in der Hotelhalle und dann fühlen sie sich schon, als wären sie also wirklich im Heubad angekommen. Ne? Das riechen sie schon. Und das kommt von einem Inhaltsstoff im Heu, das ist das Kumarin. Das bildet die Pflanze, um sich zu schützen eigentlich. Und genau dieses Kumarin ist eben wichtig beim Heubad, weil es im Kontakt mit der Haut vom Körper aufgenommen wird und eine Reaktion des Immunsystems bewirkt. Früher wurden Heubäder medizinisch verordnet. Bei Rheuma und Rückenschmerzen zum Beispiel. Auf Rezept gibt's das Heubad heutzutage nicht mehr, dennoch ist es als Entspannungskur im Trend. Während man sich früher nur in frisch gemähtes Heu legte, ist die moderne Methode ganzjährig möglich. Das Heu wird gewässert, um den Gärungsprozess auszulösen. Die Hitze, die dann entsteht, sorgt dafür, dass sich die Kräuteressenzen entfalten. So, darf ich schon? Ja, bitte sehr, das Heu ist schön vorbereitet. Es kann losgehen. Danke. Das Heubadeln ist mittlerweile wesentlich angenehmer geworden. Früher grub der Bademeister die Kurwilligen in den Heuhaufen ein. Der natürliche Gärungsprozess erreichte Temperaturen bis zu 60 Grad. Heute wird die Temperatur über ein Wasserbett geregelt. Die Hitze ist notwendig, damit der Körper die Wirkstoffe über die Poren aufnehmen kann. Die Füße packt man natürlich auch komplett ein. Der Sinn der Sache ist, dass man einfach intensiv schwitzt. Und dann müssen die Füße ganz bedeckt sein. So, ich senke sie jetzt in der Wanne ab, damit sie richtig schön schweben und komplett von dem heißen Wasser, das über 42 Grad hat, umgeben sind.
Im Schlaf tun die Kräuter dann ihre Wirkung. Über dem Tauferer Arntal auf der Südseite der Alpen liegt Ruhe. Abgelegen von den großen Touristenströmen ist die Natur noch unversehrt. Mehr als 80 Dreitausender prägen die Landschaft. In diesen schwer zugänglichen Gebieten mussten sich die Menschen jahrhundertelang bei Unwetter und Krankheiten selbst helfen. So haben sich alte Rezepte und Mythen über Generationen erhalten. Anaris Ebenkofler ist diesen Überlieferungen auf der Spur. Sie sucht den Kontakt zu den Einheimischen und versucht, das alte Wissen wieder auszugraben. Wie geht das denn? Schneidig fische. Schau, Seppel, was sie da gebraucht haben. Das ist mal über ein Liebes. Schon, gell? Wenn ich nie da bin, dass ich nicht am Bauch weg. Ja, und besser schlafen war er. Oft nehmen die Bergbewohner ihre Heilrezepte mit ins Grab, weil sie zu Lebzeiten fürchten, ausgelacht zu werden. Anaris sammelt alles, was sie über Kräutermedizin erfahren kann. Sie ist im Dorfgasthof aufgewachsen, dem ein Bauernhof angeschlossen war. Als der Vater den Kindern den Gasthof überließ, stand die Wirtschaft vor dem Aus. Es kamen zu wenig Gäste in die Region. Die Entscheidung war schwer, schließen oder weitermachen. Kräuter haben sie schließlich auf die Lösung gebracht. Eine Inspiration hat uns wirklich eine Kuh gegeben. Und zwar habe ich die Kuh beobachtet, wie sie vor dem Haus genüsslich ihre Kräuter gefressen hat. Und die hatte dermaßen einen gourmethaften Gesichtsausdruck, dass ich mir wirklich mal überlegte, jetzt muss ich mal hingehen und schauen, was die da so alles frisst. Und das war der Schlüsselpunkt, ein Kräuterrestaurant dann draus zu machen, weil ich einfach diesen gourmethaften Gesichtsausdruck auch bei den Leuten ins Gesicht zaubern wollte. Anaris folgte ihrer Inspiration. Sie baute den Dorfgasthof zum Naturhotel um, das heute für seine kreative Kräuterküche bekannt ist. Ich lasse mich von der Natur inspirieren. Das hängt dann immer ab, wie das Menü dann ausschaut oder das Gericht, gerade das, was ich halt finde. Heute landen Zirbenzapfen auf der Speisekarte. Doch Anaris geht es nicht nur um gutes Essen, sondern um ein ganzheitliches Gesundheitskonzept für Körper und Geist. In ihrer Kindheit hat sich niemand im Dorf für Kräuter interessiert. Arme Leutezeugs hieß es. Ein Kräuterbuch, von Gästen zurückgelassen, stand am Anfang ihrer Leidenschaft. Also das Johanniskraut, das ist eigentlich eines meiner Lieblingskräuter. Wenn man es anschaut und schon diese ganzen zarten Fühler da drin sieht, dann deutet es schon auf unsere Nerven hin. Es wird auch eingesetzt als Antidepressivum. Also, wie man früher sagt, es vertreibt Dämonen, damit ist gemeint eben schwere, dunkle Gedanken. Und das ist eine ganz tolle Lichtpflanze, also da begegnet einem schon die Sonnengöttin persönlich. Wenn die Tage am längsten sind, blüht das Johanniskraut auf. Schattenplätze mag es nicht. Das Sonnengewächs wird seit jeher angewendet, wenn die Nerven angespannt, gereizt oder auch verletzt sind, innerlich wie äußerlich. Auch bei Sonnenbrand und Verbrennungen kann es helfen. Aus dem angesammelten Wissen hat Anaris die alpenländische Lehre entwickelt. Gemeinsam mit ihrem Bruder führt sie das Hotel nach diesen Prinzipien. Was mich immer schon fasziniert hat, wie die Leute damals mit diesen simplen Kräutermitteln wirklich sich geheilt haben, aber eher noch sich gesund erhalten haben. Und ich möchte dieses Wissen nicht nur ausgraben, sondern wirklich für alle erlebbar machen und dieses uralte Wissen aber auf die heutige Moderne übertragen. Hola. Hallo. Schau, guck mal, was ich gekocht habe, Heinz Verdolbe. In der Küche wird gern experimentiert. Der harzige Geschmack der Zirbe könnte doch zum Hirschfilet passen. Als sie das Kräuterrestaurant vor 10 Jahren eröffnete, musste Anaris noch gegen Widerstände kämpfen. Ich war die Exotin im eigenen Land und wie ich nur auf die Idee komme, überhaupt Kräuter oder halbe Wiesen zu verkochen.
Aber mittlerweile, muss ich sagen, wird überhaupt immer mehr wieder auf das Regionale zurückgeführt. Man weiß wieder unsere Sachen zu schätzen, auch diese alte Urküche von damals. Und das integriert eben mit den Kräutern, also der gesundheitliche Aspekt, den wir auf den Teller eben vereinen möchten. Im Winter gibt's Johanniskraut im Dinkelsüppchen. Um das Kraut auch äußerlich anwenden zu können, bedarf es einer bestimmten Zubereitung. Wichtig dabei ist schon der Zeitpunkt der Ernte. In erster Linie achte ich darauf, dass ich das nur an Sonnentagen pflücke. Es muss sehr viel Wärme dabei sein, am besten noch in den Mittagsstunden, weil da die Sonne am kräftigsten ist. Und dass die Knospen noch nicht ganz geöffnet sind. Denn da hat es eigentlich noch die größte Kraft. Wenn man die Knospe reibt, dann kommt diese rote Farbe raus. Das Hyperizin nennt man das. Aber umgangssprachlich in der Volksmedizin heißt das Johannisblut. Die Herstellung von Johanniskrautöl ist denkbar einfach. Gutes Öl, Johanniskraut und viele Sonnenstrahlen. Gerade diese Kräuter, die im Sommer wachsen, wo die größte Hitze ist, die brauchen wir dann im Winter, also ein halbes Jahr später, wenn die wenigsten Sonnenstunden sind, da ist das eigentlich das größte Heilmittel. Ich finde, dieses Johanniskraut ist sowieso für uns das Vitamin D, das wir ja dringend im Winter brauchen. In Öl getränkt wird das Kraut 6 bis 8 Wochen dem Sonnenlicht ausgesetzt. Dann bekommt es eine kräftig rote Farbe und wird auch Rotöl genannt. Im Naturhotel in Ahonach gibt es kein Ayurveda aus Indien oder Lomi Lomi aus Hawaii. Hier kommen die Ressourcen der Alten zum Einsatz. Mhm. Perfekt, den kann ich jetzt gleich hernehmen. Ja, Silberquarzit aus dem benachbarten Steinbruch, Wacholder und Johanniskrautessenzen werden in einem Ritual verbunden. Das soll das innere Gleichgewicht wiederherstellen. Immer im Rhythmus der Natur. Also es geht ja lange schon nicht mehr nur um Kräuter, sondern dahinter steckt eine uralte Lehre hier vom Alpenraum, die ich die letzten Jahre so Stück für Stück zusammengetragen habe. Es sind auch noch Kraftorte dabei und es spielen Quellen und Wasser eine Rolle. Und ich glaube, das ist jetzt unsere Generation, die dieses alte Wissen, diesen alten Samen bewahren soll und wieder zum Keimen bringen soll, damit wir ihn eben wieder an die nächste Generation rüberretten können. Altes Wissen neu interpretiert. So bekommen die Kräuter der Alpen einen nachhaltigen Stellenwert in unserer modernen Welt.